Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade unterwegs, weil wir ein paar Sachen erledigen mussten und deswegen dachten wir uns, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit im Auto haben, können wir halt mal ein paar Fragen euch beantworten und wir wollten noch einmal eine Klamottenmarke erwähnen und zwar die Jungs von Blue Studios haben uns halt angeschrieben und wir sollten halt einmal die... Mal ich ihn kurz grüßen? Ja. Konstantin, wenn du das siehst, wir waren im Auto. Und zwar, wir sollten halt einmal die Landingpage erklären. Also, die haben halt auf, wenn ihr auf Instagram auf deren Seite geht, dann haben und dann halt auf den Link geht, kommt halt diese Seite. Und dann könnt ihr euch halt hier mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Und wenn ihr halt das gemacht habt, dann könnt ihr halt, ich kann das ja einmal genauso wie es hier steht vorlesen, oder auf jeden Fall, ihr tragt halt eure E-Mail-Adresse ein und drückt dann halt auf Start. Und dann müsst ihr halt einmal bei eurem E-Mail-Postfach oder im Spam-Ordner, kann sein, dass es zu Spam einsortiert wird, die E-Mail dann bestätigen und dann halt wieder gehen. Zurück auf. Und dann kann man halt anfangen und zwar, dann musst du halt den... bekommst du halt einen Link und wenn du diesen Link mit deinen Freunden teilst und dadurch halt Leute einlädst, kannst du halt, sag ich mal, Prämien abstauben und umso mehr Leute du halt einlädst, umso bessere Prämien bekommst du halt. Also wenn du 5 Leute einlädst, kriegst du freien Versand, bei 10 Leuten kriegst du kostenlosen Versand und 10 Euro Rabatt. Bei 25 Leuten, die du einlädst, kriegst du, also die müssen halt auch nicht nur einladen, sondern halt auch richtig das dann, sag ich mal, annehmen und sich auch anmelden. Bei 25 Leuten kriegt man einen kostenlosen Versand und 20 Euro Rabatt. Bei 35 Leuten kriegt man einen Gutschein einer Cap nach Wahl. Und bei 50 Leuten kriegt man 2 Gutscheine für 2 Caps. Und wenn sich über 1000 Leute dafür anmelden, dann kriegt man dann wird man nach diesem Wettbewerb kontaktiert und dann kriegt man halt einen Sonderpreis. Was das ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird dann auch schon was ganz Cooles sein. Also tut uns einen Gefallen und guckt mal auf jeden Fall bei der Seite vorbei, bei Blue Studios. Damit würdet ihr uns helfen und den Jungs von Blue Studios auch. Also ich habe gerade ein Bild in meine Story gestellt und habe gefragt, ob ihr mir halt ein paar Fragen stellen könnt und die werden jetzt von Alex gestellt. N.ICK.B fragt, was ist dein derzeitiger Grail? Mein derzeitiger Grail ist eigentlich der Kith Ultra Boost, den will ich noch ganz gerne haben. Die nächste Frage kommt von itscarlo_03, der hat 2 Fragen gestellt. Nächster Grail und welche Musik hörst du und wen da? Grail ist immer noch der Kith Ultra Boost und Musik höre ich eigentlich relativ viel Rap, halt so Post Malone höre ich gerade ganz gerne und was eigentlich nicht so üblich ist, dass ich deutsche Musik höre und zwar Young Hearn und Rin in letzter Zeit. Finde ich eigentlich ganz nice. Die nächste Frage kommt von IS12S. Wo kaufst du deine Schuhe und welche Schuhe willst du dir noch kaufen und kannst du mich grüßen? Ja, Grüße gehen raus an dich. Meine Schuhe kaufe ich eigentlich immer nur im Laden, also direkt so bei Foot Locker oder so. Der letzte Schuh, den ich jetzt gekauft habe, war ja der EQT Overkill. Da war ich halt in Berlin und ja, also meistens kaufe ich den im Laden. Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben für irgendeinen Schuh Resale bezahlt, weil mir das irgendwie auch gar nicht wert ist, so viel Geld für einen Schuh auszugeben. Und meine Philosophie ist eigentlich immer so, wenn du den Schuh bekommst, dann ist gut und wenn nicht, dann nicht, ist halt nur ein Schuh, dann kaufst du halt den nächsten. Die letzte Frage an du kommt von Supreme_Tees. Erstens, wie geht's? Gut. Wenn es mich interessiert, wie geht's auch gut. Wann kommt die Verlosung von den Y3? Also nochmal kurz, Tees, das war der aus Berlin. Also Thies, Grüße nochmal, also jetzt nochmal richtige Grüße an dich. War cool mit dir in Berlin. Waren zwar nur eine halbe Stunde, aber. Ich
können wir die ja machen und wir setzen dann ja immer so als Ziel so ein Abonnenten-Goal, das wäre dann zum Beispiel 3000 oder so. Ja, ich glaube, wir verlosen die bei 3000 Abonnenten. Sollte machbar sein. Und die letzte Frage ist, gibt es mal ein Video über Supreme? Ein Video über Supreme. Ich habe einmal eins gemacht über diese weißen Hanes-Teaser. Weiß nicht, ich bin nicht so... Also ich habe irgendwie nicht so viel Ahnung davon. Nein, doch, also... Weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Auch von Tees wieder könnt ihr Outfit-Videos machen. Was für Outfit-Videos stellst du denn vor? Weil, also können wir machen, aber müssen wir halt gucken, was wir dann, wie viele Outfits wir machen wollen oder wie wir es aufbauen wollen. Aber sonst gerne. Okay, Meinung zu den Hosen. Oh, was für Krankenwagen. Meinung zu den Hosen in den Socken. Nee, ja. Oder Socken auf der Hose. Ja, warte. Socken auf der Hose trennen. Ja, finde ich Geschmackssache und halt kommt drauf an, was du jetzt anziehst. Dann finde ich es halt mal ganz geil, aber kommt halt drauf an. Jeder, wie er es selber tragen will. Also. Wirst du versuchen, den Yeezy Boost 350 V2 beim. Also wirst du versuchen, den Zebra zu bekommen? Fragt Niklas.pw. Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, den zu bekommen. Werde halt auch wieder bei den Instagram Waffles teilnehmen wollen und halt bei den ganzen In-Store-Läden Waffles werde ich mich halt auch wieder anmelden. Kann ich das Video beginnen? Fragt FXQLA. Zu spät. Zu spät. Welches Piece möchtest du unbedingt haben, was unerreichbar scheint? Jetzt so von Klamotten oder Schuhen oder sonst was aus oder alles? Alles. Ein Schuh zum Beispiel, den ich richtig gerne haben würde, würde der 4er Eminem sein und ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den bekomme. ja, und was wird dein nächster Cop? Mein nächster Cop wird dann höchstwahrscheinlich, wenn ich ihn kriege, der Zebra Yeezy sein. Und noch eine Sache, die mich relativ oft gefragt wird, ist, wie wir mit YouTube angefangen haben oder wie ich denn den Mut hatte, irgendwie damit anzufangen. Alex, hat dich das auch gefragt? Nö, mir wurde die Frage nicht gestellt. Ja, auf jeden Fall. Gibt es halt einmal so eine Sache, wie halt so Freunde darauf reagieren und wie die Eltern darauf reagieren. Also einige wissen das vielleicht, aber ich habe halt ganz am Anfang, das erste Video von uns war, glaube ich, ein Unboxing vom Human Race oder so. Da hatte ich den gerade neu und da habe ich halt so ein Unboxing gemacht. Und das habe ich dann halt einfach Alex und Olli geschickt. Meine so, ja, guck mal, mein neuer Schuh, bla bla. Das fanden die eigentlich so geil, dass die beide auch noch, also dass ich die beiden auch noch mit ins Boot geholt habe. Weil die halt auch noch ein paar Schuhe hatten, die wir unboxen konnten. Und dann haben wir, ich glaube, mir war das eigentlich nie wirklich peinlich und ich habe auch irgendwie so kein Problem in der Schule damit gehabt. Und habe das dann einfach mal so in die Klassengruppe geschickt und manche fanden das halt so ganz cool. Und das haben wir halt irgendwie 2-3 Monate gemacht, oder? Ja, also haben wir halt so 2-3 Monate immer so einfach nur ohne unsere Stimme, ohne dass man uns halt sieht, einfach nur so Unboxings gemacht. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen. Scheiße, das ist doch nicht fallen. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, so Videos halt mit uns, also mit, ach, nimm du mal. Ja, wir haben dann einfach also das erste Video war dann halt so ein Yeezy V1 versus V2 Vergleich und boah, Überbelichtung, Deluxe. Und da haben wir halt einfach angefangen so ein bisschen zu reden, beziehungsweise ich, und das hatte eigentlich relativ schnell 1000 Klicks oder so. Ja, es hatte erstmal 600 Klicks und dann hatte Tu seine Sneaker Collection noch vorgestellt und das hat dann relativ schnell voll viele Klicks und eine gute Bewertung und sowas. Ja. Und dadurch haben wir halt auch so voll viele Abonnenten bekommen, was uns dann zusätzlich motiviert hat und wo wir uns dann auch so dachten, okay, das ist wirklich kein bisschen peinlich oder schlimm, dass man jetzt irgendwie Videos macht und sich da vorstellt, deswegen. Ja, und dann waren die 100 Abonnenten eigentlich schon relativ schnell da und dann hatten wir auch eine Zeit lang so ein Mega-Boom irgendwie gefühlt.
wo wir am Tag auch unter anderem mal 100 Abonnenten gemacht haben. Und so ging es eigentlich relativ schnell und ich habe dann halt auch, also jetzt, das war es halt so mit den Freunden, wie wir es halt an den Freunden geschickt haben und so. Und in der Schule war das halt eigentlich so, dass relativ viele aus meiner Stufe wussten, dass ich dann halt irgendwelche Videos mache. Keine Ahnung, ob denen das interessiert hat. Und dann so langsam, als wir dann so auf 500 und also immer mehr gekommen sind, haben dann so Jüngere angefangen zu fragen, so ob ich denn wirklich so Tu von Hypekicks bin. Und Alex wurde dann auch öfters angesprochen. Und so kam das halt, dass irgendwie immer mehr jüngere Leute uns gefragt haben, ob wir das sind. Und Hate auf der Schule hatten wir jetzt so eigentlich noch nie. Und unter den Kommentaren, ja klar, irgendwelche Spastis. Ist halt so, dass Hater echt Spastis sind, dass sie halt irgendwie nichts zu tun haben und dann irgendwas Dummes kommentieren. Und die fanden wir eigentlich, das haben wir nie persönlich genommen, fanden wir eigentlich ganz lustig. Ja, also irgendjemand irgendwie gesagt hat, ihr seid richtige Spasten oder einfach so Hurensohn, dann fanden wir es halt eigentlich nur lustig, weil es ist ein Kommentar, gratis, was dann die Reichweite am Ende wahrscheinlich auch noch erhöht, also fanden wir halt nicht schlimm. Ja, und ich meine, danke für den Klick. Und meinen Eltern habe ich's, also mit den Eltern war es eigentlich so, dass ich einfach meiner Mom und mein Dad haben halt so gesehen, wie ich irgendwas aufgenommen habe und dann haben die gefragt, was ich denn da überhaupt mache und dann meine ich so, ja, ich mache halt solche Videos und die fanden das eigentlich so ganz okay und meinten dann so, ja, solange du die Schule nicht vernachlässigst und so, meine ich so, nee, nee. Und als wir dann noch irgendwie die ersten Sachen zugeschickt bekommen haben, haben sie so langsam bemerkt, dass es so was Ernstes wird, wo man auch, also woran ich viel Spaß habe und ja. Audi und Alex auch. Und ja, also falls ihr anfangen wollt mit YouTube, würde ich sagen, bleibt einfach so wie ihr seid und Ausstattung, also so Equipment und so ist eigentlich wirklich nebensächlich, solange man halt so eine gute Geschichte hat oder halt so einen coolen Content, weil ich meine, wir filmen ja hier auch mit meinem Handy und also das Geld für eine Kamera wird gerade noch zusammengespart. Schon seit Monaten. Die ersten YouTube-Einnahmen werden auch da reingesteckt. Ja, die YouTube-Einnahmen werden auch in die Kamera gesteckt. Und also wie gesagt, falls ihr anfangen wollt mit YouTube, sucht euch irgendwie ein cooles Thema oder halt spezialisiert auf euch auf Comedy, Fashion, Sneaker, was weiß ich. Und für die Leute, die mit Schuhvideos anfangen wollen, so meine Sneaker-Videos sind eigentlich immer ganz cool. Ja. Als erstes Video, also ja, sag was jetzt. Ja, also da würde ich mir dann halt auch, wenn ihr sowas als erstes Video macht, gebt euch einfach ein bisschen mehr Mühe von Anfang an und dann werdet ihr mit diesem Video auch eigentlich ziemlich schnell durchstarten können. Also das ist immer so eine Grundlage für einen guten Kanal. Ja, und an der Stelle nochmal Shoutout an Theo und Niklas, wo ich die, also ich habe die beide auch ein bisschen so motiviert mit YouTube anzufangen und ja, das war's eigentlich.